Der US-Agrarkonzern Monsanto muss eine Entschädigung an einen französischen Landwirt zahlen. Der Bauer hatte unter schweren Vergiftungserscheinungen gelitten, nachdem er 2004 versehentlich das Unkrautvernichtungsmittel Lasso ins Gesicht bekommen hatte. Ein Gericht im französischen Lyon sprach Monsanto schuldig und der Anwalt des Bauern ist zufrieden. Das ist eine historische Entscheidung. Damit ist in erster Instanz das Unrecht, das Paul François widerfahren ist, gesühnt. Das Gericht hat auch einen Gutachter beauftragt. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht und wann der Schadenersatz gezahlt wird. Der Anwalt von Monsanto sieht das anders. Für Monsanto gibt es keinen Beweis, dass ein Zusammenhang zwischen den Symptomen des Klägers und dem Einatmen dieses Unkrautvernichtungsmittels besteht. 2007 hatte Monsanto das Unkrautvernichtungsmittel Lasso in Frankreich vom Markt genommen. Viel zu spät, wie viele meinen. Der US-Konzern war in Europa bereits wegen gentechnisch verändertem Saatguts in die Kritik geraten.